Ja, moin ihr Lieben. Ich grüße euch zu meinem Dienstbeginn in der Frühschicht vom... Ist das nicht für Frühschicht ein bisschen hell? Jo, es hat mal wieder eine Änderung gegeben. Eigentlich hätte ich ja heute da drüben an Gleis 2 mit der RB33 ankommen und abfahren sollen. Und zwar in der Frühschicht ab 4.40 Uhr. Und dann gab es eine kleine Änderung und eine Anfrage, ob ich auch Spätschicht fahren könnte. Denn in Magdeburg ist ein Kollege ausgefallen. Die Schicht hier in Potsdam war schnell verkauft und meine Verbindungen schnell rausgesucht. Ja, und deswegen stehe ich jetzt hier in Potsdam an Gleis 3. Ein bisschen zu früh, aber das ist da leider aus Gewohnheit. Mache ich immer so. Und ja, dann fahre ich jetzt erstmal nach Magdeburg. Und der Dienst sieht heute vor, dass ich von Magdeburg nach Frankfurt-Oder durchfahre. Von dort aus zurück nach Magdeburg durchfahre. Und dann hätte dieser Magdeburger Kollege schon wieder frei. Klingt einfach, dauert aber dann doch schon ganz schön lang. Ist also eine vollständige Schicht. Für mich kommt noch eine Hinfahrt nach Magdeburg und heute Abend dann eine Rückfahrt von Magdeburg als Gast in einem unserer Züge dazu. Aber gut, da muss ich ja nichts machen. Da sitze ich nur und gucke aus dem Fenster, solange draußen noch Licht an ist. Also alles ganz entspannt. Ja, und jetzt warte ich erstmal auf meine 1131 nach Magdeburg. Und das ist der Zug, den ich dann in Magdeburg auch übernehmen werde. Also, herzlich willkommen zu meiner frühen Spätschicht, späten Frühschicht. Und auch nicht auf der RB33, sondern auf dem RE1. Und was unterwegs so passiert, das erzähle ich euch unterwegs. Wer hätte das gedacht? Schön, dass ihr da seid. Eine Ewigkeit später. Jo, ihr Lieben, was für ein Tag. Mittlerweile bin ich in Magdeburg zurück angekommen, wo ja im Grunde genommen das Zugfahren heute Morgen oder heute Mittag erst losging. Es ist super viel passiert, ist unglaublich. Und deswegen hatte ich auch in der Wende in Magdeburg, in Frankfurt-Oder, keine Zeit zwischen zu vloggen. Also die Zugfahrt nach Magdeburg war problemlos. Bin ja auch nur als Gast mitgefahren. Soll da passieren. Ja, dann habe ich in Magdeburg vom lieben Kollegen Marco den Zug übernommen. Und dann bin ich Richtung Berlin gestartet und durch Möser geflattert. Möser wird gleich nochmal interessant. Dann nach Burg. In Burg haben wir Fahrgastwechsel gemacht und kurz hinter Burg, so eine Minute, zwei hinter Burg, gab es auf einmal einen Notruf. Und man konnte den anderen Triebfahrzeugführer nur verstehen, Betriebsgefahr. Aber dann konnte man überhaupt nichts verstehen und den Grund, den er angegeben hat, den gab es dann wieder zu verstehen. Ja, und was macht man in dem Fall? Natürlich, man bremst den Zug bis zum Stillstand in der Vollbremsung. Dann habe ich erstmal die Fahrgäste informiert, dass es eine Störung auf der Strecke gab und dass wir hoffentlich gleich weiterfahren dürfen. Dann habe ich versucht, den Fahrdienstleiter zu erreichen. Da ist erstmal keiner rangegangen. Klar, logisch, nach so einem Notruf ist der natürlich auch erstmal beschäftigt. Und dann habe ich so nach 2-3 Minuten habe ich dann den Fahrdienstleiter erreichen können. Habe dann die Informationen bekommen, dass das den Streckenabschnitt betrifft, durch den ich gefahren bin, nämlich Möser. Und dementsprechend ich meine Fahrt fortsetzen konnte, also mit mündlicher Zustimmung Fahrt wieder aufgenommen. Das war schon echt ein Schreckmoment, muss ich so sagen. Ja, und dann, mal so ein bisschen Hut ab von den Kollegen in Magdeburg. Die fahren ja die ganze Strecke, in dieser Schicht, die ganze Strecke zweimal am Stück. Das ist schon, alter Schwede, 3,5 Stunden
Das ist schon nicht schlecht am Stück. Aber hat unheimlich Spaß gemacht, war unheimlich viel los, Notrufe wieder und ach, weiß ich nicht, da wird nicht reagiert. Aber ansonsten Hinweg pünktlich, Rückweg schon mal so latent. Am Friedrichstraße war auf einmal HP0. RE1 nach Frankfurt oder Hauptbahnhof. Jetzt geht's in Feierabend. Hauptbahnhof. Ja, das wollte ich erzählen. Also, auf dem Rückweg, wie gesagt, ab Friedrichstraße stockte es dann so ein bisschen und die Verspätung haben wir auch nicht mehr so. Das waren so 5 Minuten. Nächste Station, Magdeburg, Neustadt. Murphy, ne? Bitte beachten Sie den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteig. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass aufgrund der Bahnsteighöhe die mit B gekennzeichnete Tür nicht genutzt werden kann. Bitte begeben Sie sich zur Tür A im selben Wagen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, jetzt müsste eigentlich noch der Zugbegleiter kommen, der seine Durchsage macht. Gut, wo war ich stehen geblieben? Also, ja, wir sind zum Schluss hier in Magdeburg mit 3 Minuten plus, glaube ich, angekommen. Zwischendurch hatte ich noch einen Fahrgast, der unbedingt eine rauchen musste. An einem Zwischenhalt. Man fragt sich halt. Aber gut, wenn die Sucht eindringt. Anyway, den haben wir auch wieder eingepackt und sind dann weiter. Also, es war ein super ereignisreicher Tag. Unheimlich viel zu tun. So viel, das merkt er ja auch, wenn ich dann wirklich noch nicht mal mehr dazu komme zu vloggen. Dann war wirklich richtig viel los. So, was wollte ich noch sagen? Das ist sogar der Telefonspeicher voll hier. Das ist unglaublich. Ja, also wenn ich schon so viel zu tun habe, dass ich tatsächlich nicht mehr zum Vloggen komme, dann war das schon ein interessanter Tag. Ja, mittlerweile ist es noch eine Minute später, nämlich 20:16 Uhr, und wir sind auf dem Weg zurück nach Berlin. Das darf ich jetzt wieder als Gastfahrer erleben, das heißt als Fahrgast in unserem eigenen Zug. Der Kollege fährt den jetzt vorne. Da geht es noch bis Potsdam und da endet dann mein Dienst wieder. Eine Sache wollte ich noch sagen, genau, ich habe einige von euch Trainspottern heute an der Strecke gesehen, fand ich toll. Hat mir wieder Spaß gemacht und haben sich auch alle richtig verhalten, also nicht zu nah ans Gleis rangehen und so ein Krams. Fand ich super, weiter so machen, denkt an eure Sicherheit. Ist eine Sache, die wollte ich euch eigentlich erst morgen erzählen. Allerdings hat sich heute während des Tages auch ergeben, manchmal sind Änderungen im Dienstplan. Ihr kennt das ja schon nicht anders von mir. Aber manchmal sind Änderungen im Dienstplan auch ganz toll. Und so habe ich morgen spontan frei bekommen. Und das heißt dann auch, dass es die nächsten circa 3 Wochen keinen Vlog von mir gibt, denn das war der letzte Tag vor meinem Urlaub in diesem Jahr, vor meinem Sommerurlaub. Und den werde ich also morgen schon beginnen. Jetzt wird es also ein bisschen ruhiger auf dem Kanal, vlogmäßig. Ich gucke mal, dass ich das noch hinbekomme, dass trotzdem alle 14 Tage ein Film aus dem Zug kommt. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal quasi einen schönen Urlaub von mir. Erholt euch schön. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die natürlich trotzdem unter die Kommentare. Nicht unter die Kommentare, unten in die Kommentare. Dann versuche ich die vielleicht sogar im Urlaub, wenn ich mal nichts zu tun habe, zu beantworten. Lesen werde ich sie auf jeden Fall alle. Bedanke mich ganz doll, dass ihr so fleißig dabei seid, dass ihr so kritisch Fragen stellt und auch sagt, wenn ich was erzähle, was nicht richtig ist, finde ich super, macht das bitte weiter so. Jetzt wollen wir hier nicht mehr melancholisch werden. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub, mir auch, und dann sehen wir uns, wenn es wieder weitergeht in der schönen Welt hier auf den Schienen. Guckt euch das mal an, was für ein wundervoller Sonnenuntergang über Magdeburg. Also passt auf euch auf. Bis bald. Euer Tobi.